Hallo Leute, willkommen zu diesem Infovideo. Das ist das erste Infovideo, was ich auf meinem Kanal mache. Und dieses Infovideo wird schon eine schlechte Nachricht beinhalten, denn wie den ein oder anderen von euch wahrscheinlich aufgefallen ist, ist das letzte Video, das letzte Let's Play, was ich hochgeladen habe, ein bisschen lange her und das hat auch einen bestimmten Grund. Und zwar, ich glaube, ich erzähle die Geschichte mal von Anfang an. Ich hatte ja sowieso schon in einigen Parts technische Probleme mit meinen Let's Plays oder so. Und nun hatte ich so viele Probleme mit meinem PC und mit meinem Betriebssystem, dass ich gezwungen war, sozusagen mein PC neu aufzusetzen. Heißt, alles die Festplatte formatieren und so und den und das Betriebssystem neu aufzusetzen und sowas. Aber dabei konnte ich nicht, weil ich hatte nicht mehr die Möglichkeit, die ganzen Daten, die auf der Festplatte sind, zu retten oder beziehungsweise ein Backup zu machen. Und deswegen könnt ihr euch ja vorstellen, was passiert ist. Es sind alle Videos weg, es sind alle Speicherdaten von den Spielen weg, es sind alle Thumbnails weg und es sind generell alle Daten, die ich für meine Let's Plays und sowas hatte, weg. Und das ist ziemlich blöd, weil da auch die Speicherdaten von Zelda, Ocarina of Time und Super Mario World waren, die ich ja im Moment am Let's Playen sind, und die sind jetzt weg. Das heißt, ich kann da nicht mehr weiterspielen an diesem Punkt. Und deswegen muss ich sagen, dass diese Let's Plays eine kleine Zeit lang nicht mehr kommen werden, weil, ihr werdet euch schon denken, ich muss genau nochmal zu dieser Stelle mit den gleichen Sachen, die ich eingesammelt habe, nachspielen. Und das wird dann eine Zeit lang dauern. Ich werde dann mit Super Mario World erstmal anfangen, weil es erst ein bisschen kürzer ist. Es waren ja erst 3 Parts. Und dann werde ich erstmal ein bisschen Super Mario World hintereinander hochladen. Und Zelda Ocarina of Time wird dann ein bisschen auf sich warten lassen. Das tut mir wirklich leid. Aber ich kann es jetzt leider nicht mehr ändern. Und ja, da muss ich nochmal die Thumbnails nochmal neu machen. Also ich werde sie mir angucken. Ich werde sie so originalgetreu wie möglich nochmal neu machen. Und ja, was soll ich da noch weiter zu sagen? Weil ich hatte wirklich heftige Probleme mit dem PC. Ich muss den echt nochmal neu aufsetzen. Und ich hatte auch generell viele Probleme beim Schneiden der Videos, irgendwie, weil der PC total langsam geworden ist. Und deswegen hatte ich hinterher, ja, so ein Problem, dass ich ihn neu aufsetzen musste, zwangsmäßig. Und deswegen konnte ich die ganzen Daten, die Speicherdaten und so, die Let's Plays nicht mehr retten. Und jetzt stehe ich hier. Jetzt habe ich den PC nochmal neu aufgesetzt, habe erstmal die wichtigsten Programme installiert und muss dann gucken, dass ich jetzt die ganzen Speicherstände und so nochmal nachspiele. Und ja, und die ganzen Thumbnails nochmal neu mache. Und dann werden dann hoffentlich so bald wie möglich noch neue Parts kommen. Ich hoffe es wirklich, weil es wäre ja blöd, wenn jetzt die ganze Zeit lang nichts kommen würde. Und das ist auch auf jeden Fall kein Grund, jetzt mit YouTube aufzuhören oder so. Deswegen spiele ich das einfach alles nach. Das ist kein Problem. Ich mache das einfach die Tage mal. Und ja, dieses Infovideo sollte euch einfach mal, upsala, sollte euch einfach mal informieren. Und ich hoffe, dieses Video hat es damit getan. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder beim nächsten Let's Play. Bis dann!